Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde also des Mauthener Weines, geschätzte also Ehrengäste und liebe Besucher unserer heutigen Weintaufe. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich heute also so viele Personen hier in diesem Raum sehe. Und es ist auch ein Ereignis, das jetzt das zweite Mal stattfindet. Ich darf Sie alle im Namen also des Weinbauvereines Mautern und der ÖVP Mautern hier herzlich begrüßen. Eines bitte ich um Verständnis, ich kann nicht alle namentlich begrüßen. Es sind so viele Ehrengäste und Bekannte da, dass ich mich mit Ihrem Einverständnis also beschränken darf auf zwei Hauptakteure des heutigen Abends. Ich darf sehr, sehr herzlich begrüßen unseren Taufpaten, Herrn Generalleutnant Magister Professor Hans Tschulig mit seiner Gattin, der heute also den Wein für uns also taufen wird, mit seiner Gattin. Danke und herzlich willkommen. Die zweite Person, die genauso wichtig ist bei einer Weintaufe, steckt ja schon der Name drinnen, Taufe, der den Wein segnet, ist unser Pfarrer Pater Clemens, der ja in Mautern sehr beliebt ist, und ich darf auch dich hier herzlich begrüßen. Bevor wir dann wirklich in medias res gehen, möchte ich mich bei allen bedanken, die es wieder zustande gebracht haben, dass zum zweiten Mal heute diese Weintaufe in diesen Räumlichkeiten stattfindet. Ich darf jetzt unseren Vizebürgermeister Heinrich Busbauer bitten, dass er das Weitere übernimmt. Dankeschön. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank einmal vorerst an das Fass da oben, Trio, so nennen sie die drei Herrschaften, die uns jetzt musikalisch schon begrüßt haben. Dankeschön, wir hören dann später noch etwas. Herr General, darf ich Sie zu mir bitten? Gerne, ja. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe und darf Ihnen ein paar Fragen stellen. Mir ist zugetragen worden, Sie sind Weißweinliebhaber und schätzen sehr die Kremser Sandgrube. Woran liegt es, dass der Mautner Wein bis dato an Ihnen vorbeigegangen ist? Also erstmal ist bei manchen Gerüchten immer ein Körnchen Wahrheit dabei. Also es stimmt, dass ich natürlich den Goldberg sehr, sehr liebe und sehr schätze. Aber ich kann euch beruhigen, der Mauterner Wein ist nie an mir, schon gar nicht spurlos vorübergegangen. Weil immer wenn wir in der Garnison waren, haben wir natürlich einen grünen Veltliner aus der Garnison getrunken. Und das war also ein Mauterner, dass wir natürlich das eine oder andere mehr oder weniger konsumieren, in Dosen natürlich, das ist klar, liegt auf der Hand, je nachdem, wo man halt gerade in welcher Region man ist. Ich bin ein Stockerauer, ein Geborener. Ich liebe die Kremser Mautener Region, also es liegt eigentlich auf der Hand, nicht nur wegen heute, dass ich also Wachauer Weine, Mautener Weine genauso schätze und liebe wie andere, mittlerweile auch die Weinviertler Weine, die halt den abfälligen Beigeschmack Sauerampfer ja schon lange nicht mehr haben. Ja. Gut, als Militärkommandant, der Sie ja lange Zeit waren, hat man sicher eine Menge Verpflichtungen, muss natürlich auch trinkfest sein. Gibt es einen Wein, der was Ihnen so überhaupt nicht schmeckt? Das ist, also erst einmal, was die Trinkfestigkeit betrifft, da haben Sie recht, wobei nicht nur die ganzen Festivitäten aus Weintrinken bestehen, aber es schaut sehr blöd aus, wenn man noch zwei Achtel schon herumkugelt und nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Da gebe ich Ihnen schon recht. Es ist so, dass wir diesen Wein generell schätzen und dass wir, wie war die Zusatzfrage? Sie haben da eine Zusatzfrage gestellt, ne? Ein Wein gibt ja gar nicht. Der überhaupt nicht schmeckt. Nein, das habe ich einfach nicht zur Kenntnis genommen. Also ich muss sagen, ein Wein, der überhaupt, das muss einmal vertrauen, mir so einen Wein zu geben. Und das hat bis jetzt eigentlich in meinem Leben noch nicht stattgefunden. Daher verdränge ich diese Frage. Gut, es kommt nicht von ungefähr, dass wir Sie als Paten heuer versucht haben zu gewinnen und das ist uns auch dann auch Gott sei Dank gelungen. Das Donauhochwasser ist 10 Jahre jetzt her. Vor 10 Jahren sind ja wir in Mautern stark betroffen gewesen von dieser Katastrophe.
Und dank Ihres Engagements und Ihres Einsatzes, indem Sie ja dann sofort Soldaten zur Verfügung gestellt haben, die uns helfen, die Katastrophe etwas zu lindern, beziehungsweise schneller wieder alles in Gang zu bringen, indem Sie abgeordnet quasi, wäre das, nachdem ja jetzt gerade die Diskussion ist, Berufsjahr, ja, nein, wäre das mit dem Berufsjahr dann auch möglich? Ja, mal gleich vorweggenommen, wir wollen ja daraus also jetzt keine Wahlveranstaltung machen, aber ohne Wehrpflicht könnt ihr alles vergessen. Ja, also, ich sag's wie es ist. Und das sage ich bei jeder Gelegenheit, das habe ich vor kurzem bei einer Diskussionsveranstaltung gesagt, das muss man einfach sagen, weil sonst belügt man eigentlich die Leute. Das Zweite ist, wir haben im Jahr 2002, Sie haben recht, sehr viele Kräfte im Einsatz gehabt. Man darf nicht vergessen dabei, dass diese Kräfte aus verschiedenen Bundesländern hierher angereist sind. Man kann natürlich alles so und so sehen, halb leeres Glas und halb volles Glas, aber ich sage euch eins, das Glas ist nur voll, weil wir Wehrpflicht haben. In diesem Sinne müssen wir bei der Wehrpflicht bleiben, aus meiner Sicht. Also vielen, vielen Dank auch im Nachhinein, wenn auch schon sehr, sehr spät. Als kleines Dankeschön hat der Weiberfreund dann eine große Probe des Mountain Events vorbereitet, damit dann nicht befestigen können, das Wissen über den Mountain Events. Gott sei Dank bin ich mit dem großen Auto gekommen. Gut, und ich darf jetzt Pastor Clemens bitten, dass wir die Weintaufe durchführen. Vorneweg eine Frage. Clemens, wir haben heute keinen Taufwein. Darfst du jeden Wein taufen und auch trinken? Das ist so. Bei der Messe verwenden kann nicht jeden, sondern der richtige Messwein ist ein naturbelassener Wein, das ist eine entsprechende Qualität, wegen der Haltbarkeit auch. Und das andere geht es mir ähnlich wie, gut, wie der Herr General gesagt hat, er hat noch nie einen Kreich bekommen, der nicht zum Trinken war. In meiner Kindheit, ich komme selber aus einer Winzerfamilie im Weinviertel aus dem Brückertal. Damals hat man noch den Haustrunk gehabt. Und den guten, also den wirklichen Wein, hat man nur selten selber getrunken. Weil den bisschen, was man gehabt hat, hat man verkauft. Aber so bin ich schon neidisch, wie die Weine schmecken. Und natürlich, da bin ich ein Fan einfach von Weißwein in meiner Heimat. In Brückertal haben wir sehr stark Rotwein, da trinke ich immer noch Rotwein. Und da einen Weißen. Und da bin ich noch nie enttäuscht worden. Gut, der heutige Taufwein stammt aus dem Weingut von Karl Schweighofer. Den darf ich jetzt bitten, dass er uns kurz über seinen Wein was erzählt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte euch herzlich begrüßen. Was wir heute taufen werden, ist ein Grüner Veltliner Federspiel aus dem Arid-Silberbichl. Also, ich glaube, die meisten Mottner werden das wissen, zwischen Mottern und Baumgarten in dem Bereich mit 11,5 Alkohol, Mostgewicht 18,5 und 6,2 Säure. Ich hoffe, er wundert euch genauso wie mir. Also. Ja, am Ministranten brauche ich Dank. Du wirst uns selten ein Wasser in der Hand haben, sondern gute Weine, lieber Heinz. Was braucht man zu einer Taufe, zu so einer Segnung? Der Teufling braucht einen Namen. Haben wir einen Namen? Geh davon aus, ja. Ja? Ja, also, wenn man in dieser Region aufwächst, wenn man diese Region liegt, und da denkt man natürlich daran, dass man etwas Nachhaltiges als Namen sich einführen lässt. Und wo kriegt man Nachhaltigeres denn her als von der Geschichte? Und dieser kultur- und geschichtsträchtige Raum, der mal das Kastell Limes zur Donau beherbergt hat, ja, heute würde man sagen mit Infanteristen, mit Reitereien und anderen Hilfstruppen, war ein tolles Kastell als Grenzbollwerk mit starken Kräften für damalige Verhältnisse. Und der Name dieses
Castells war, man ist ja nicht ganz sicher, Favianis, Sie denken, ich habe natürlich nachgeschaut, das wollte ich genau wissen, oder Faviane. Und ich habe mich da entschieden, dass wir den Wein Favianis taufen, denn Faviane könnte dann eine Affinität zu einer sehr weltbekannten Modefirma herstellen. Und das wollen wir wirklich nicht. Wir wollen Eindeutigkeit und daher ersuche ich diesen Wein auf Favianis zu taufen. Diesen Wein jetzt taufen, segnen. Bei einer Taufe gibt es noch was dazu. Normalerweise, da wird das Taufversprechen erneuert. Ja? Da haben wir gedacht, was ist das bei der Weinsegnung? Ich denke mal, dann, wenn wir Prost sagen mit dem jungen Wein, dem gesegneten Wein, das Prost ist sowas wie das Versprechen, dass wir uns das Beste wünschen und dass wir uns den jungen Wein auch munden lassen. So, fangen wir an im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes an. Guter Gott, im ausgehenden Jahr sind wir um das Fest des heiligen Bischofs Martin jetzt beisammen hier in Mautern, früher Favianis, und bitten dich um deinen Segen für den jungen Wein, für diesen Wein, den wir auf Favianis taufen, ihn so benennen, für den jungen Wein unser Winzerinnen und Winzer, und danken dir für all das, was gewachsen ist. In den Schwierigkeiten auch der Witterung dieses Jahres und das Wachsen der Erschöpfung und die Arbeit, die Mühe und die Kunst unserer Winzer wieder uns gute Weine bescheren. So segne diesen Wein, unsere Winzer, und segne uns alle. Lass uns wirklich mit Freude genießen, was an Guten wächst und gekeltert wird. Und segne unseren Winzerstand und unsere Heimat weiterhin auf die Fürsprache des heiligen Leopold, dessen Fest wir auch feiern in diesen Tagen unseres Landespatrons. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Und segne du uns, guter Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Der Weinstock bringt Reben, die Bäume tragen Früh. Alles muss leben, wie Gott es befiehlt. Heu, liebe Gäste, Ihnen ist sicher aufgefallen, dass an den Wänden wunderschöne Bilder hängen, beziehungsweise auch Kunststücke zur Schau gestellt sind. Und ich darf jetzt den Schöpfer, Herrn Erich Schaber, zu mir bitten. Guten Abend. Professor, erzählen Sie uns kurz in Bezug zur Wachau. Naja, das ergibt sich durch den Wohnsitz, den ich in dieser Region habe. Selbstverständlich liebe ich die Architektur, die Landschaft, der Wein spielt eine Rolle. Darum male ich meine Bilder ja beim Heurigen oder in den Weingärten. Und die Tiere, die ich dort sehe, die werden dann geschmiedet. Darum finden Sie da an den Wänden Smaragdeidechsen, eine Libelle, Vögel, Heuschrecke und so weiter. Und ich glaube, Sie haben eine Kleinigkeit ja auch für den Baden vorbereitet. Ja, so ist das. Und zwar möchte Ihnen, Herr General, eine Freude machen mit einer von diesen Smaragd-Eidechsen. Ist zwar aus Stahl, manchmal rührt sie sich, dann bringt sie einen Schlucker. Vielen Dank. Also normalerweise geht der Teufling reichlich beschenkt nach Hause. Ich wollte vielleicht reinschauen, ob er nicht drinnen ist, weil es könnte sein, dass die sich entfernt hat. Es ist eine drinnen, man sieht es, da ist eine, gell? Also sie mögen Ihnen Freude machen, wer weiß, vielleicht hat sie eine. Es gibt neben dem Taufwein, der im Fass hier vorne steht, den man sich selbst natürlich herauslassen kann,
in der Winothek unten Weine von anderen Winzern, Jungweine zum Kosten. Da muss man aber dann selbstständig in den Keller gehen und die werden dort ausgeschenkt. Es werden an den Tischen der Dorfwein eingeschenkt. Also es muss nicht jeder unbedingt zum Fassführer, der was nicht lassen kann, ist natürlich herzlichst eingeladen, das selbst zu tun. Ich möchte mich bedanken bei der HLF, die bringe ich jetzt ins Spiel, weil das sind diejenigen, die was dann den Wein einschenken. Also wir haben drei Schülerinnen der HLF Krems, die gehen dann durch, servieren auch ein bisschen was zum Wein dazu, dass man vielleicht ein bisschen mehr trinken kann. Gut, ich freue mich auf einen schönen Abend und Gott, wir werden jetzt das probieren, was du uns da versprochen hast. Der Volker spielt noch ein Lied. Vielen, vielen Dank und wie gesagt, einen schönen Abend. Dankeschön. Thank you.